Ja, hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von City Skylines. Wir hatten das letzte Mal überlegt, hier einen großen Kreisverkehr reinzubauen, und genau das werde ich jetzt mal tun. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es anstelle. Muss hier einiges wegreißen von der Industrie. Nee, so geht das nicht. Ach, das ist die Feuerwehr. Nee, die bleibt stehen. So. Da ist es vielleicht ein bisschen blöd, das alles abzureißen, aber ich denke, es wird uns auf jeden Fall helfen. So, jetzt haben wir ein bisschen Platz bekommen. Aber das Ding ist natürlich riesig, riesig, riesig groß, ne? Hier hätte ich es gerne hin. Das heißt, ich muss unten. Da rechts, da links, okay. Also hier, hier, hier und hier kreisen. Das jetzt kann ich vielleicht hier. Nee, immer noch nicht. Okay, das wird hier ein großes Rumgefummel. Nee, das möchte ich nicht abreißen. Da habe ich Geld für. Oh, jetzt kann ich es bauen. Hier hätte ich den hier mittig so. Das heißt, ich kann jetzt diese Straßen wegmachen. Wir haben ja jetzt einen schönen Kreisel, den wir jetzt allerdings auch noch anschließen müssen. Autobahn. So, hier kommen sie rein. Nee, das war falsch. Wie kann ich denn... So möchte ich das. So sieht das ja kacke aus. So, vielleicht von hier. Ja, das ist gut. Das ist okay. Und jetzt muss ich dasselbe. Okay, ich muss leider die Feuerwehr hier wegmachen. Die stört leider. So. Okay, das ist, glaube ich, okay. Und jetzt kann ich mit normalen Einbahnstraßen, dreispurig, na, erstmal eine normale hier hin machen. So, und wenn ich jetzt eine Einbahnstraße dreispurig nehme. Okay, dann ist da eine Ampel, das ist doof. Weil dann staut es sich in den Kreisverkehr zurück, das wäre nicht so prickelnd. Wohl viel Verkehr wäre da nicht, oder? Das hier noch ein bisschen weiter weg. So vielleicht. Ich würde das gerne mit so einer schönen Halbkurve machen. Wahrscheinlich zu gehen. Ja, gute Frage. Wie baue ich das jetzt hier? Aber ich will eigentlich gar nicht so viel abreißen. Ich wollte nur so ein bisschen wegmachen, damit ich Platz bekomme. Ja, aber... Vielleicht zweispurig?
Da haben wir aber keine Einbahnstraßen. So vielleicht und dann so. Und dann. Es geht nicht. Okay, da ist jetzt eine Ampel. Warum ist da eine Ampel? Hier ist keine Ampel. Jetzt ist im Kreisverkehr eine Ampel. Nee, Leute, das geht gar nicht, ja. So können wir es machen. Okay, dann machen wir es zweispurig. Vielleicht machen wir die Ausfahrt auch zweispurig, ja? Warum soll man denn hier so eine riesen Ausfahrt basteln? Können wir vielleicht so machen? So, und dann hier so. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Macht das Sinn? Ja, es könnte Sinn machen. Es könnte auf jeden Fall Sinn machen. So, jetzt haben wir hier eine Ausfahrt in das Industriegebiet. Dann brauchen wir auch noch eine Ausfahrt nach hier. Und auch eine Einfahrt. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ja. Aber geht eigentlich nicht anders, oder? Kriegen wir das anders geregelt? Ich glaube nicht. Hier steht einfach mal alles im Weg, ja. Okay, müssen wir die Feuerwehr hier auch wegmachen. Ach Leute. Was zur Hölle? Vielleicht können wir einfach ja, das ist jetzt die Frage. So, wir machen auf jeden Fall hier eine Ausfahrt hin. Eine Einfahrt hierhin. So, da sind keine Ampeln, außer bei der Einfahrt. Okay, von mir aus. Was soll da eine Ampel hin? Wir testen das einfach mal so. Wir testen mal so, wie das funktioniert. Es sieht gewöhnungsbedürftig aus, aber ja, ich denke mal, dass es machbar ist, ja. Okay, ich glaube, ich nehme zweispurige Straßen.
Die sind ein bisschen günstiger. Ja, das sollte erstmal reichen für Industrie. Dann bauen wir das hier wieder auf. So. Kleine Punkte hier können sie von mir aus alle belegen. Mit was auch immer. So, hier auch. Hier auch. So, dann haben wir hier schon mal ein bisschen Industriegebiet. Noch hier vielleicht noch so ein kleines Gewerbegebiet hin. Hier können wir auch noch ein kleines Gewerbegebiet hin machen. Ja. So, wollen wir mal gucken, wie das Ganze funktioniert. So, das ruft sich hier, denke ich mal, alles jetzt gleich wieder ein. Mal schauen, was der Verkehr sagt. So, wir haben auf jeden Fall die roten Stellen vernichtet. Wir haben jetzt zwar hier so einen Engpass, aber vielleicht eine Sache. Das Autobahn. Ich lasse es erstmal so, ja. Wir gucken erstmal, wie das funktioniert. Achso, ich hatte ein paar Sachen abgerissen. Hier eine Feuerwehr. Ja, hier ist natürlich jetzt hier nicht genügend Geld. Alles klar. Dann mach mal genügend Geld. Ah ja, genau. Wasser und Strom. Ah ja, okay, da haben wir hier keine Verbindung mehr. Die müssten da bauen, dann würden die eine Verbindung bekommen, oder? Ah, jetzt ist die Verbindung weg. Alles klar. Hat funktioniert. Ich stelle mal kurz auf schnell, damit wir hier noch eine Feuerwehr hinbekommen, bevor die auf krumme Ideen kommen. So, da haben wir die Feuerwehr. Wo haben wir noch? Hier oben haben wir natürlich jetzt, dadurch, dass wir die Feuerwehr hier weggerissen haben, ein Problemchen. Wir haben auch gerade kein Geld. Darlehen. Jetzt zahlen. Nehmen. So. Geschäftige Kleinstadt. Wir haben richtig viel Stadtplanung. Einige Straßen freigeschaltet, Polizeihauptquartier, Ölkraftwerk, Feuerwehrhaus, Krankenhaus. Okay, sehr schön. So, hier oben brauchen wir auch noch eine Feuerwehr. So, die Gefahr wird gebannt. Sind bei 20%. Ja, die Industrie ist natürlich da sehr anfällig für Feuer. Tun da ein bisschen rumspielen immer mit. Hier brennt's auch. Hier brennt's. Gebäude brennt. Ich sehe keinen Brand, ja. Ah, jetzt. Also das Feuer bricht übrigens nur aus, wenn die Feuerwehr schon unterwegs ist. Feuer brennt's nicht. So. Ihr löscht das hier fein. Das ist sehr gut. Was sagt unser Strom? Der Strom sagt, okay. Ja, das sieht doch schon mal einigermaßen okay aus, bis auf die Ecke. Die gefällt mir noch nicht so ganz, aber ich denke, das ist auf jeden Fall, was die Verkehrsproblematik angeht, eine gute Lösung. Mit den Kreisverkehren auf jeden Fall. Ah, Müll sehe ich gerade. Müll ist natürlich ein Problem. Kann ich bei 7000 bauen? Was ist denn hier mit der Deponie? 40% voll, Müllfahrzeuge in Verwendung, 0 von 15.
Hier noch eine Deponie hinsetzen. Ah, vielleicht schließe ich die einfach mal an die Straße an, ja? Das wäre manchmal ganz hilfreich. Oh Mann. So, jetzt können die Müllfahrzeuge auch wieder rausfahren. Das bedeutet, die kommen locker bis überall hin. Ja. Das ist natürlich äußerst klug, wenn man das nicht ans Straßennetz anschließt. Ja, genau. Ihr fahrt alle schön raus jetzt. Sehr gut. Was ist das denn hier? Eine Ampel? Was zur Hölle? Noch eine Ampel? Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Ja, das bedeutet, ich muss hier umbauen. Ich muss das einfach umbauen, weil Ampeln im Kreisverkehr ist... nee, das haut nicht hin. Ich weiß nicht, ob es geht, indem ich hier... Ja, indem ich das zweispurig mache, funktioniert's. Okay. Das heißt, wo haben wir noch eine Ampel? Hier? Ist hier noch eine Ampel? So, wir fahren einfach mal den Kreisverkehr ab. So, keine Ampel, keine Ampel. Hier ist eine Ampel. Hier müssen wir also auch zweispurig machen, das Ganze. Sonst haben wir da Probleme. So, wo haben wir noch eine Ampel? Da ist keine. Da ist auch keine. Ist auch keine, da auch nicht. Okay, jetzt haben wir die Ampeln also weg. Also wir können die Eingänge quasi nicht mit dreispuriger... Was ist denn eigentlich hier der Unterschied? Ach so, an dem Gras. Ja. Okay. Dann machen wir das Ganze so. So, die Sonne geht auf. Die Industrie baut sich auf. Wir bekommen ein paar Leute dazu, allerdings nicht viele. Weil wir haben zu viel Geld einstecken, was wir nicht benutzen. Ich will mal kurz gucken. Grundschule. Grundschule ist gut verteilt. Oberschule. Oberschule haben wir jetzt ein Problem. Da brauchen wir auf jeden Fall... Und eine Universität wäre gut. Eine Oberschule hier unten noch hin. Hier vielleicht. So, dann haben wir Polizei. Wie viel Polizei haben wir denn? Polizei. Feuerwehr. Ja gut, das ist halt so. Ärzte. Haben wir auch genug? Durchschnittsgesundheit 72%. Kranke Bürger 5, Heilungskapazität 200. Ah, okay, das haben wir also noch. Da haben wir also noch genug Platz. Ich weiß noch nicht so genau, was ich mit diesem Busdepot anfangen kann, ja? Vielleicht können wir ja mal so ein legendäres Statue des Wohlstandes bauen, ja? Die vielleicht hier an den Kreise setzen, wo sie jeder sehen kann. Oder hier. Ah, die hat einen Radius, sehe ich gerade. Die hat einen bestimmten Radius. Die Statue des Wohlstandes. Wo macht man die denn dann hin? Hier vielleicht. Okay, das hat natürlich jetzt nicht so viel gebracht. Okay. Einzigartige Gebäude. Was hätten wir denn noch so schönes? Parks und Plätze. Vielleicht einfach mal noch so ein paar Parks und... Ah, hier unten ist noch alles rot. Okay. Ich weiß ja nicht, was hier alles so gewünscht wird, ja. Was haben wir denn hier? Ein Park mit Bäumen. Das ist natürlich groß, ja.
hier in den japanischen Garten mal hier reingesetzt. Okay, das mögen die schon mal ganz gerne. Ja, okay, okay. Warum möchte denn eigentlich die Industrie Freizeit haben, ja? Ich dachte, die arbeiten da. Machen hier nicht irgendwelchen Quatsch. Wo könnte man denn noch so ein Teilchen hinsetzen? Hier so, ne? Ja, das sieht schon mal gut aus. Ja, was können wir denn noch machen, um die Leute anzulocken? Ich meine, wir hätten vorhin mal... hier ist Meilensteine. War das hier? Nee, war das hier? Genau, wir haben doch hier... so große Sachen freigeschaltet. Ach, das ist Feuerwerk. Ah, okay, okay. Boah, 60.000. Ein Friedhof braucht man auch, oder? Er kommt in die Mitte von der Stadt. Oh, der macht sie alle glücklich. Das ist schön. Friedhof haben wir schon mal. Der Müll. Ja, von der Kapazität her 15 von 15. Okay, ja, das ist natürlich schon arg viel. Dann mache ich eventuell hier hinten noch eine Mülldeponie hin. Dann mache ich die Straße ein bisschen weiter. Brücken brauchen wir nicht zu bauen hier. So. Sehr schön. So, das scheint ja alles wunderbar zu funktionieren. Hier ist wieder kein Strom, weil wir zu wenig Strom haben. Ah, alles klar, dann bauen wir mal ein weiteres Windrad in den Fluss. So, damit funktioniert das wieder alles. Ja, ich drücke wieder auf Pause. Das heißt, wir sind am Ende angekommen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss.